Hallo zusammen, ich habe hier eine 100 Ah Batterie und hier ist das passende App dazu. Ich habe eine Spannung von 11 Volt, 140 Ampere Strombelastung und ich habe 4% Kapazität. Weiter habe ich hier eine Temperatur von 38 Grad auf der Batterie. Ihr seht, dass ich hier 3% Batteriekapazität habe. Wir sehen hier die Spannung, sackt jetzt zusammen auf 200 Volt. Ich habe hier einen Föhn angehängt mit 2000 Watt. Ich hänge den jetzt an auf Hälfte Leistung. Dann brauche ich nur noch 80 Ampere. Ich habe hier auch Stangenampermeter. Hier kann ich messen 81 Ampere. Was habe ich gemacht? Wir sind jetzt bei 2%. Wir lassen das so laufen. Der Föhn läuft. Ich habe die Batterie. Ich habe 2500 Watt Wechselrichter. Spitze 5000 Watt. Und hier eine Anzeige über Spannung. Und diesen Föhn. Wir setzen den auch wieder hoch. Wir haben jetzt noch 1% Batteriekapazität. Wir hören es. Wir sehen es am Ampere. Also Spannung sackt zusammen. Hier ist, ja, ich denke, wir sind schon am Ende der Batterie. Was jetzt abgeschaltet hat, ist der Wechselrichter. Und der Batteriezustand, ja, perfekt. Ich schalte hier den Wechselrichter aus. Er lüftet noch. Er ist auch in den letzten 3/4 Stunden relativ warm geworden. Was habe ich gemacht? Die Batterie vollgeladen, 100%. Den Wechselrichter hier angeschlossen mit 2x2, ein 16 Quadrat und ein 16 Quadrat Kabel, die zusammen. Es ging mit der Temperatur, wenn ihr die fest verbaut oder länger macht, müsst ihr die effektiv dicker machen. Aber sicher doppelt führen. Hier sind wir jetzt bei 35 Ampere ist empfohlen. Quadrat, hier habe ich jetzt 2x16, sind also 32 Quadrat. Die Batterie eben vollgeladen, jetzt leer gesaugt. Ich habe hier eine Restkapazität von 1% auf dieser Batterie. Nach Datenblatt kann ich die Batterie mit 100 Ampere Dauerstrom belasten. Hier habe ich jetzt die Batterie mit 140 Ampere Dauerstrom belastet. Das bringt der Wechselrichter und dieser Föhn hier mit 2000 Watt auf Maximalstufe bringt das auch. Also das heißt, in 3/4 Stunden war die Batterie jetzt leer, warm geworden, spürbar warm, 38 Grad. Wechselrichter kühlt jetzt langsam ab, der Ventilator leuchtet auch wieder. Das war jetzt eigentlich der Test, kann ich die Batterie voll belasten, was da kommt. Bei 1% Batteriekapazität ging der Wechselrichter aus, aber da kann man eigentlich nicht viel Schlechtes drüber reden. Ich mache euch hier ein Video über den größeren Bruder, den ich dann auch voll belaste, runterziehe, die 150 Ampere Batterie, der gleiche Test und hier Temperaturen, die bei Minustemperaturen, was da geht oder was halt nicht geht. Und ein Abo könnt ihr mir auch wieder mal da lassen, dann gibt es noch mehr Tests über Batterien, Kühlsysteme. Ich wünsche euch einen schönen Tag.